Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktien. Das Starterdepot ist komplett. Ich bin stolz. Wir haben alle 20 Sparpläne zusammenbekommen, die wir zusammenbekommen wollten. Und es war nicht immer ein einfacher Weg. Es hat relativ lang gedauert, 4,5 Monate insgesamt. Aber ich denke, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Ich möchte ein bisschen Revue passieren lassen und euch dann erzählen, wie ich denke, dass es mit dem Starterdepot weitergehen wird. Fangen wir an. Erstmal ein paar Key Facts oder Fun Facts. Also wie gesagt, 4,5 Monate haben wir gebraucht, um das Starterdepot zusammenzustellen. Das erste Video ging live am 17. Juni. Jetzt haben wir Ende Oktober. Insgesamt sind es 28 Videos geworden, mit einer Länge zwischen 15 und 45 Minuten. Es waren 56 Aktienanalysen, falls ich richtig gezählt habe. Und insgesamt 22 Abstimmungen notwendig, um das Starterdepot ja, voll zu machen. In den Abstimmungen, da ging es meistens um die Siegeraktie, die wir ermitteln, basierend auf den Fundamentalanalysen der vorgestellten Aktien im jeweiligen Video. Teilweise ging es aber auch dann um Strategieentscheidungen. Beispielsweise die allererste Abstimmung, da ging es ja darum, was für eine Strategie wir verfolgen wollen. Und wir hatten uns ja dann auch entschieden, auf dynamisches Dividendenwachstum zu setzen. Ja, und so sieht das Starterdepot jetzt hier im Aktienfinder aus. Und ich denke, man kann relativ unschwer erkennen, dass das Ganze hier qualitativ hochwertig ist. Ich scrolle mal ein bisschen rüber. Du siehst hier schon das Ranking, dass die Zahlen doch relativ hoch sind, dass sehr viel Grün dabei ist, dass die Auszeichnungsdichte sehr hoch ist. Und dann auch hier bei den Stabilitätskennzahlen siehst du, der Maximalwert ist 1, dass wir hier sehr viel haben, über 0,8, über 0,9 sogar. Und nur ganz selten mal was drunter liegt. Und das kann man dann auch erklären, wie bei Amazon, dass eben der bilanzierte Gewinn hier von Amazon oder bei Amazon nicht ja, im Vordergrund gestanden ist, sondern das Wachstum, dass aber hier dann der operative Cashflow hoch ist. Auch nicht wundern, hier Ranking 0 bei Amazon. Ist dem Umstand geschuldet, dass wir bei Amazon eine Ausnahme gemacht haben und Amazon quasi aufgenommen haben, obwohl die noch keine Dividende bezahlen. Ja, wie gesagt, ich denke, das kann sich sehen lassen und ich bin da auch stolz auf das Endergebnis. Ich bin auch stolz auf die Community, also auf euch. Ich möchte mich da auch nochmal ganz herzlich bedanken für die ganzen Kommentare und für die rege Teilnahme. Ja, konstruktive Kritik zu den einzelnen Aktien. Lob war auch mal dabei. Und ja, wie gesagt, rege Teilnahme an den Abstimmungen. Es hat viel Spaß gemacht. Danke auch an die Consorsbank als depotführende Stelle in dem Starterdepot. Das siehst du ja unter anderem dann hier nicht, aber hier siehst du es bei der Übersicht aller Sparpläne, dass es bei der Consorsbank geführt wird. Ein Highlight war natürlich dann die Aufnahme sparplanfähige Aktien, die wir uns gewünscht haben. Da hat deshalb haben wir die letzte Abstimmung noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil es sich da um REITs handelte. Und REITs waren ja bis vor kurzem nicht sparplanfähig und da haben wir uns ja REITs gewünscht und die sind dann alle sparplanfähig gemacht worden. Ja, aus meiner Sicht, das war das absolute Highlight gewesen. Ja, und dann ist halt die Frage, wie geht es weiter? Und ich würde jetzt sagen, nachdem wir jetzt hier 20 erfolgversprechende Aktien uns ausgesucht haben, müssen wir jetzt den Aktien eben die Zeit geben, beziehungsweise den Unternehmen die Zeit geben, die Unternehmensgewinne zu steigern, sodass wir dann auch von langfristig steigenden Gewinnen und Dividenden profitieren können. Das heißt, wir sollten uns jetzt nicht verrückt machen lassen von den Dingen, die da jetzt passieren mögen, in der Wirtschaftspresse und so weiter. Und einfach am Ball bleiben. Das heißt, die Sparpläne einfach weiterhin ausführen lassen. Und dann sollte das Depot gesamthaft jedenfalls wachsen und gedeihen. Ich möchte das Ganze aber weiterhin aktiv mitverfolgen. Das heißt, einmal im Monat möchte ich dann so ein Depot-Update machen zum Starterdepot. Und da habe ich mir dann vorgestellt, dass die interessantesten Aktien werden dann diejenigen sein, wo es die größten Kursausschläge gibt, vermutlich. Und um mir das Leben einfach zu machen, dachte ich dann, dass ich ein monatliches Update mache. Und zwar jetzt nichts Falsches sagen. Zum Anfang eines neuen Monats und dann gucken wir uns hier einfach den Kursgewinn bzw. die Kursentwicklung an
innerhalb des letzten Monats und gucken uns die Aktien näher an mit den größten Ausschlägen. Und bei den Aktien, die haben etwas federn lassen müssen, da können wir dann auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen und dann auch nochmal entscheiden, ob wir da vielleicht eine Einmalzahlung machen, um ein bisschen den Cost-Average-Effekt nochmal auf die Sprünge zu helfen und dann nochmal vielleicht nochmal eben nachzukaufen. Könnte ich mir auch mal vielleicht sogar mal eine Abstimmung weiterhin vorstellen, dass wir darüber gemeinsam abstimmen, so dass wir nicht so nicht einrosten, sondern weiterhin im Dialog bleiben werden. Die Nachkäufe hatte ich ja anfangs jetzt mit diesem Kauflimit gemacht. Ich möchte mir das Leben ein bisschen einfach machen und ich müsste jetzt diese Kauflimits immer wieder nachziehen. Und da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, weil ich jetzt auch nicht ins Mikromanagement verfallen möchte. Deshalb will ich mir das einfacher machen und dann einfach mit dieser Spalte hier einfach gucken, wo da die größten Ausschläge waren. Und wie gesagt, da dann ein bisschen näher ins Detail gehen. Vielleicht in diesem monatlichen Update dann zu sagen, was ist da passiert mit der Aktie und wie sehe ich das Ganze. Und wie gesagt, vielleicht kaufen wir nach, ja oder nein, lasse ich euch dann mit abstimmen. Den aktuellen Stand des Standarddepots, den seht ihr ja immer hier auf der Seite wachstumswerte.net, auch komplett live. Einmal hier auf Depot-Ebene, da seht ihr ja hier die Kennzahlen. Dann seht ihr aber auch hier die Gewichtung nach Branchen, nach Land, diese ganze Auswertung. Das hatte ich ja noch ein bisschen aufgerüstet hier. Das gab es am Anfang ja noch alles noch gar nicht. Interaktiv die ganze Geschichte. Hier seht ihr die einzelnen Positionen in tabellarischer Ansicht. Ich pflege das selbstverständlich auch nach. Das heißt, zum ersten eines Monats werden ja immer die Sparpläne ausgeführt. Es sei denn, es fällt auf ein Wochenende oder Feiertag. Und sobald die Sparpläne ausgeführt worden sind, wenn ich am gleichen oder spätestens am nächsten Tag, ist jedenfalls mein Vorhaben, das Ganze hier einpflegen, sodass ihr das auch immer schön live seht. Ja, und falls du zu verspätet nachgekommen bist, weil, wie gesagt, die Fragen kommen immer wieder, ob es das nächste Starterdepot oder wann das nächste Starterdepot kommt. Ich habe jetzt erstmal nicht vor, ein neues Starterdepot zu machen. Es läuft ja übrigens noch die Bestseller-Challenge hier nebenbei. Aber das ist überhaupt kein Problem für dich. Das Starterdepot ist ja jetzt nicht geschlossen oder so. Und du kannst es jederzeit nachbilden oder dich inspirieren lassen, völlig frei. Du kannst auch sehen, wie das Starterdepot zustande gekommen ist hier mit den ganzen Videos. Gibt es auch eine Playlist auf YouTube. Und da siehst du dann die jeweiligen Fundamentalanalysen und dann auch die Abstimmungsergebnisse. Also ist alles komplett transparent, komplett kostenlos hier für dich. Das Einzige, was jetzt nicht komplett kostenlos ist, das ist, wenn du hier versuchst, die einzelnen Dinge nachzuvollziehen hier oder jetzt die einzelnen Aktien ja, nachzuanalysieren, fundamental im Aktienfinder. Die Mitgliedschaft, die einfache Mitgliedschaft, die ist auch kostenlos, aber die Vollmitgliedschaft, damit du dann wirklich alles machen kannst und alles sehen kannst, die kostet ein bisschen Geld. Ich bin ja auch Unternehmer nebenbei. Habe ich übrigens gesagt, dass ich Thorsten Tiet heiße und der Betreiber bin der Seite aktienfinder.net? Wahrscheinlich nicht, aber jetzt habe ich es erwähnt. Aber auch da habe ich dann noch eine positive Nachricht für dich hier mit dem Starterpaket. Da ist eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage drin. Also gibt auch eine Möglichkeit, wie du immerhin eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder kriegst, auch wenn sie zeitlich befristet ist. Aber nichtsdestotrotz. Ja, gut. Ach, eine Geschichte noch. Ein Rückzieher muss ich machen. Und zwar hatte ich relativ am Anfang des Starterdepots angekündigt gehabt, dass ich mich auch beschäftigen möchte mit Portfolioverwaltung oder Depotmanagement. Und zwar, es ist ja wahrscheinlich so, dass du nicht eins zu eins das Starterdepot nachbildest, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und dann möchtest du selbst sehen, wie gut deine Performance ist und so weiter. Und da hatte ich gedacht gehabt, dass ich da noch ein bisschen was zu mache, dass ich mir vielleicht Portfolio-Performance, Rentablo anschauen werde. Da möchte ich jetzt die Finger von lassen. Und es hat folgende Bewandtnis. Ich bin dann doch relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass es für mich persönlich uninteressant ist, weil ich hier eine Portfolio-Verwaltung quasi selbst programmiert habe, die genau das macht, was ich möchte. Und zwar, ich kann es ja auch mal für dich einblenden hier. Das ist jetzt die Administrationsoberfläche, auch vom Aktienfinder übrigens. Da siehst du die ganzen Wertpapiere hier vom Aktienfinder und
das ganze Management hier, also ich sage ja, dass es aktives DAT-Management ist und ich kann ja alles nachpflegen. Also wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, da sehe ich hier die ganzen Dividendenzahlungen für First Source Corporation zum Beispiel. Sehe ich hier die ganzen einzelnen Dividenden, kann es aktualisieren, kann auch die einzelnen Dividenden editieren und so weiter. Aber eigentlich geht es hier um die Portfolioverwaltung. Hier siehst du unterschiedliche Depots. Das sind übrigens genau die Depots, die du hier auch siehst. Moment, ich blende es hier nochmal ein. Hier, ne? Hier siehst du dann das 009, das ist mein echtes Depot hier. Das Echtportfolio Cashflow, das ist auch das 009. Aber das ist quasi nur teilweise, siehst du das? Also du siehst nur teilweise die Positionen von dem hier da drinnen und alle Positionen sind da drinnen. Rente mit Dividende, das ist der Alexander von Rente mit Dividende, den verwalte ich auch noch. Dann das kleine Wiki, Bestseller Challenge hier und dann das Starter Depot, also unseres jetzt. Und da klicke ich mal drauf, da siehst du ja die einzelnen Positionen hier. Und was ich dann halt noch machen kann, das ist, ich kann dann beispielsweise noch hier Optionen hinzufügen. Das ist jetzt für das Starter Depot nicht interessant, aber für mein eigenes Depot beispielsweise ist es interessant, weil ich ja noch einzelne Aktien veroptioniere. Ich schreibe hier noch Covered Calls drauf oder ich mache auch Puts und so weiter. Und das sind so Dinge, die kann eben eine normale Portfolioverwaltung nicht, weil die nicht dafür gemacht sind. Und deshalb ist es für mich nicht so interessant, jetzt auf eine normale Depotverwaltung umzusteigen. Auch deshalb nicht, weil eine normale Depotverwaltung nicht dazu führen würde, dass du eben die ganzen, dass du das Depot hier sehen könntest im Internet. Weil bei Rentablo müsstest du dich dann anmelden und das wäre also eine persönliche Sache. Bei Portfolio Performance ist sowieso on-premise, das heißt auf deinem Rechner installiert, könnte ich dann auch nicht zeigen. Da müsstest du dann nur noch einzelne Videos machen, so wie es andere YouTuber machen. Und du könntest aber nicht mehr, wenn du möchtest, ins Internet gehen und den aktuellen, tatsächlich aktuellen Stand dir anschauen von dem Depot, so wie es eben jetzt der Fall ist. Und alles nochmal parallel zu pflegen, hier einmal Portfolio Performance oder so und dann einmal noch hier, das ist mir halt ehrlich gesagt zu viel Arbeit. Deshalb mache ich hier einen Rückzieher. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Ansonsten habe ich aber, glaube ich, so ziemlich alles eingehalten, was ich versprochen hatte und worauf wir uns geeinigt haben. Ja, darauf bin ich auch stolz und noch mehr stolz bin ich auf euch, also auf die Community. Okay, dann würde ich auch sagen, gucken wir mal, lese ich mal, was ihr zu sagen habt und dann einfach bis zum nächsten Mal. Jetzt ist das Monatsende, das heißt, der neue Monat ist relativ bald und dann könnten wir ja schon ein Depot-Update machen zum Starter-Depot. Also dann sehen wir uns bald wieder. Okay, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.